Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Viele von euch haben mir tolle Pflanzenbeschreibungen geschickt. Super! Heute wollen wir unsere Botanikkenntnisse noch ein wenig erweitern. Und dafür lernen wir eine Pflanzenfamilie näher kennen. Aber was ist eigentlich eine Pflanzenfamilie? Wenn du das Wort Familie hörst, fällt dir womöglich so eine Familie ein. Oma, Opa, Mama, Papa und die Kinder. Aber auch bei Pflanzen gibt es Familien. Zu einer Pflanzenfamilie zählt man verschiedene Pflanzenarten, die gemeinsame Merkmale haben. So ein gemeinsames Merkmal könnte zum Beispiel die Blütenform sein. Allein in Deutschland gibt es ca. 2500 Pflanzenarten, die wiederum in rund 130 Pflanzenfamilien eingeteilt werden. Bekannte Pflanzenfamilien sind zum Beispiel die Hahnenfußgewächse, die Rosengewächse, die Kreuzblütler, die Korbblütler, Doldenblütler, Schmetterlingsblütler oder Lippenblütler. So eine Darstellung nennt man übrigens einen Bestimmungsschlüssel. Wenn du eine Pflanze findest und nicht weißt, in welche Familie sie gehört, kannst du das mit Hilfe eines solchen Bestimmungsschlüssels herausfinden. Und um welche Pflanzenfamilie geht es heute? Genau, es geht um die Lippenblütler. Und warum die so heißen? Dreimal darfst du raten. Woran erkennt man eigentlich einen Lippenblütler? Beginnen wir mit der Sprossachse. Wie sieht sie für dich aus? Eher rund oder eher vierkantig? Schau genau hin, denn der Countdown läuft. Genau, sie ist eindeutig vierkantig. Es gibt zwar auch ein paar Ausnahmen, doch für die meisten Lippenblütler ist das ein sehr gutes Bestimmungsmerkmal. Schauen wir uns weiter die Beblätterung der Sprossachse an. Wie stehen die Blätter auf der Sprossachse? Wechselständig, kreuzgegenständig oder einfach nur gegenständig? Der Countdown läuft. Richtig, die Blätter sind kreuzgegenständig. Das heißt, sie stehen sich genau gegenüber, aber eben kreuzweise versetzt. Wenn man von oben auf die Pflanze schaut, kann man das besonders gut sehen. Bei einem reifen Lippenblütler fallen die Kronblätter ab. Dann kann man in den Kelch hineinsehen und schaut direkt auf den Fruchtknoten. Wie sieht dieser Fruchtknoten aus? Vierteilig, dreiteilig oder doch eher einteilig? Der Countdown läuft. Richtig gezählt, der Fruchtknoten eines Lippenblütlers besteht aus vier Teilen. Schauen wir uns nun die Kelchblätter genauer an. Wie sehen sie aus? Stehen sie eher einzeln? Oder sind sie eher zu einer Röhre verwachsen? Na klar, sie sind alle zu einer Röhre zusammengewachsen. Aber an den fünf Spitzen kannst du noch erkennen, dass es irgendwann mal fünf einzelne Kelchblätter waren. So ähnlich verhält es sich auch bei den Kronblättern. Stehen sie einzeln oder sind sie verwachsen zu einer Art Röhre, die in einer Ober- und einer Unterlippe endet? Na klar, warum heißen sie sonst Lippenblütler? Eindeutig, die Kronblätter sind zwar miteinander verwachsen, aber sie enden in einer Art Ober- und Unterlippe. Und das kann man sehr gut erkennen. Wer gehört eigentlich alles zu den Lippenblütlern? Ein ganz bekannter Lippenblütler ist der Wiesensalbei. Doch den findest du nicht nur auf der Wiese, sondern auch auf vielen Grünflächen mitten in der Stadt. Auch die Taubnessel gehört dazu. Die gibt es in Rot und in Weiß. Obwohl ihre Blätter denen
der Brennnessel ziemlich ähnlich sehen, kann die Taubnessel nicht brennen. Bestimmt bist du auch schon dem kriechenden Günsel begegnet, der Gundelrebe oder einem Ziest, wie zum Beispiel hier dem Waldziest. Die meisten Lippenblütler kennst du aber bestimmt aus der Küche, wie zum Beispiel den Thymian oder den Rosmarin. Auch das Pizzagewürz Oregano gehört dazu, sowie Basilikum. Beim Basilikum kannst du übrigens besonders schön erkennen, dass die Blätter kreuzgegenständig stehen. Wie kommt es eigentlich, dass so viele unserer Küchenkräuter Lippenblütler sind? Das liegt daran, dass viele Arten der Lippenblütler ätherische Öle besitzen. Und die kann man dann eben riechen und auch schmecken. Und nun kommt eine Aufgabe für dich. Du sollst einen Lippenblütler-Pflanzensteckbrief erstellen. Dafür beschriftest du ein Blatt mit den typischen Merkmalen der Lippenblütler. Unten am Blatt sollst du dann ein oder mehrere Beispiele für Lippenblütler einkleben. Das heißt, du suchst sie draußen in der Natur, sollst sie sorgfältig pressen und trocknen, auf dein Blatt aufkleben und wenn du weißt, um welchen Lippenblütler es sich handelt, darfst du es sehr gerne dazu schreiben. Außerdem sollst du auch das Sammeldatum neben der Pflanze notieren. Möglicherweise kannst du sogar eine kleine Notiz hinterlassen, wo du dein Exemplar gefunden hast. Solltest du dir nicht sicher sein, wie man eine Pflanze presst, findest du auf der Seite vom Bildungsverlag Lemberger eine kinderleichte Anleitung dazu. Deinen Steckbrief sollst du gut aufbewahren, denn in den nächsten Wochen werden wir noch weitere Steckbriefe anlegen. Und so bekommst du ein eigenes kleines Herbarium zusammen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal!